So, liebe Leute, jetzt ist es soweit. Die Gewinnspielauslosung unseres 10.000 Abo-Specials. Das habe ich doch gestern schon mal gesagt. Ja, tatsächlich habe ich das getan, aber der Gewinner hat uns kontaktiert, dass er leider nicht kann. Dadurch, dass wir aber schon gebucht haben und alles, müssen wir einen neuen Gewinner ziehen. Der muss dann auch wohl oder übel mit auf die Auswärtsfahrt, ob er will oder nicht. Darum ziehen wir jetzt einfach einen. Und zwar, wie gehabt, ab Zeile 3. Scroll, 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 runter. Zur Zeile 334. Hier, diesmal stimmt's auch. Wieder auf random.org von Zeile 3 bis 334. Und es ist die Nummer 260. Scroll nach oben, scroll nach oben, scroll nach oben. Da bin ich schon viel zu weit. 47, 41. So, jetzt mache ich das heute so. Oh. Tut mir leid, das geht leider nicht. Wie gesagt, wir haben gebucht, müssen wir leider nochmal machen. Das ist echt schade, tut mir leid für dich. 332, da können wir einfach von unten zwei hochzählen. Nein! 32, hier. Ja, wunderbar! Gleich beim zweiten Mal, das freut mich. Thomas Alp, ganz, ganz herzliche Gratulation. Es tut mir leid für den eben gezogenen, der eben nicht über 18 war. Schade, wirklich, aber da kann man nichts machen. Wie gesagt, es ist gebucht. Und Thomas Alp, wir kontaktieren dich sofort. So, ich habe hier einen kurzen Schnitt gemacht, denn wie ihr seht, ich bin fröhlich am Kommentare laden, damit wir den Thomas Alp auch finden, den guten Herrn. Na? So, es geht weiter. Und es geht immer weiter. 590 Kommentare. Ich probiere mal kurz zwischendrin. Thomas Alp. Da ist er! Da ist er, Thomas Alp, hier! Da, Thomas Alp. Bitte kontaktiere uns über bella_matze@web.de. So, Thomas Alp. Ganz herzliche Gratulation. Wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen. Jetzt stimmt der Satz. Am 19.08. geht's für dich zusammen mit uns im Charibus ab Kaiserslautern nach Düsseldorf. Ich hoffe, du freust dich. Da kommen auch schon die ersten Meldungen über Facebook. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich erwähnen möchte. Und dafür machen wir einen kurzen Schnitt. Schnitt! Was ich noch erwähnen wollte, was ich gestern vergessen habe, ist, am Samstag ist ja das wunderbare Stadionfest, wo wir auch am Start sein werden. Ab 9 Uhr ungefähr, so plus minus eine Viertelstunde, werden wir an dem kleinen Parkplatz vor der Westkurve stehen. Ich hoffe, dass man sich dort trifft. Haltet einfach Ausschau nach unseren neuen Klamotten, die heute gekommen sind. Hier erstmal wunderschön, Oderint dum metuant. Ein schöner lateinischer Spruch und hinten drauf unser neues Drinking Devils Logo. Also das heißt, wenn ihr jemanden mit der Jacke sieht, oder T-Shirt besser gesagt, wir haben auch Jacken, aber T-Shirts ist, glaube ich, bei 38 Grad draußen mehr angebracht. Wenn ihr da jemanden seht, dann bin ich also auch irgendwo in der Nähe. Ich hoffe, dass wir uns alle treffen und ja, was bleibt mir sonst zu sagen, außer wir sehen uns im Blog.